Schatzi. Kuckuck. Pikachu. Ja, Pikachu. Pikachu. Ich glaube, ich zensiere das später mit so schwarzen Balken. Ach, Quatsch. Lass drin, zeig der Welt, was du hast. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder einen Vlog von mir. Der letzte ist so gut angekommen. Es hat mich richtig gefreut. Also ich war richtig überrascht, dass euch das so gut gefallen hat. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich euch wieder einmal mit. Ich bin bei meinen Eltern, auch mit der kleinen Maus. Und mein Mann ist diesmal auch dabei, weil er Urlaub hat. Später kommen auch meine Nichten vorbei. Also es wird auf jeden Fall wieder richtig lustig. Ich wollte mich auch nochmal bedanken für all die süßen und lieben Kommentare, die ihr unter meinem letzten Video geschrieben habt. Also ich habe mich richtig gefreut und auch meinem Bruder natürlich. Also mein Bruder war auch richtig positiv überrascht, weil er dachte wahrscheinlich, keine Ahnung, ihr werdet richtig böse sein. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, ihr könnt mir sehr gerne eure Videowünsche vielleicht aufschreiben, was ich mit meinem Bruder abdrehen kann. Der ist jetzt nämlich auch auf den Geschmack gekommen. Also er hat Blut geleckt. Wer weiß, vielleicht wird er auch bald YouTuber oder Blogger. Mal gucken. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei meinem Familienvlog und ja, los geht's. Meine Mama will unbedingt, dass ich ihre Blumen aufnehme. Die sind nämlich richtig schön am Blühen. Sie kümmert sich auch total gut darum und sie redet sogar mit ihren Blümchen. Und deswegen sehen sie so schön aus. So, wir bekommen jetzt gleich nämlich Besuch. Die Freundinnen von meiner Mama kommen vorbei. Die möchten sehr gerne die Kleine sehen. Wer möchte sie nicht sehen? Und meine Schwester backt für uns. Wollt ihr das sehen? So, da könnt ihr mal sehen, die Frauen von heute. Mit dem besten Mehl, was es gibt. Laura Messi. Oh, apropos. Das ist richtig gut. Ja, ich wollte mir das holen. Also wir wollten ja Montag in die Stadt gehen und dann schaue ich mal. Entweder hole ich mir das oder von L&B Trix das. Ja, auf jeden Fall. Ich kann richtig gut backen. Ja, es sieht auf jeden Fall schon sehr lecker gut aus. Ja. Da ist die Mutti. Hallo, Mami. Hi. Sie ist sich gerade am Schminken. Auf kurdische Art einfach auf dem Boden. Ja, geht am besten. Ja, aber ich mache das auch gerne. Und da ist die kleine Zuckermaus. Die ist am Schlafen. Die kleine Mischku. Ach, so süß und friedlich. Und da guckt ihr Stinkefuß raus. Sissi, wir haben dich lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Ja, obwohl, wie war mein letzter Spruch? Schlechten Menschen geht's immer gut. Kannst du mal bitte warten? Ich creme dir gerade meine Füße ein. Stinkefüße. An deiner Stelle würde ich dir auch eincremen. Leute, das ist wirklich reine Schwesternliebe, oder? Ja. Wieso gehst du denn jetzt? Also, ich wollte meine Haare kurz machen, mein Zopf. Ich wollte eigentlich ein bisschen mit dir plaudern. Oder wir wollten mit dir plaudern. Ja, okay, warte gleich. Tschüss. Hallo, Schatzi. Kuckuck, Elana, Kili-Kili, Kili-Kili-Kili, Schatzimen. Also Mom will nicht gezeigt werden komplett. Klar will Mom gezeigt werden. Mutti! Mutti, ja. Sissi, du sollst das nicht schräg halten. Na, ich mach ein bisschen so Special Effects. Special Effects? Ja, ja. Nee, lass mal die Special Effects. Fast doch, fast doch. Mom, bitte komm. Ach, sie hat gerade getanzt. Ja. Los, Mom, bitte. Ich kann doch nicht tanzen, nein, da kann ich tanzen. Natürlich, ja, komm dann. Nein, da kann ich. Komm bitte zusammen. Komm. Dann tanzen. Hey, Emo, Elana was. Emo, Dara, Esi, Timo, Lele, Emo, Bitschka, Kota, ja, Emo. Erklär mal bitte, was du da tust, ne, jetzt mal ohne Scheiß. Kleine männliche Fruchtfliegen. Auch noch männliche. Männliche Frucht. Glaub mir, das können woher willst du denn wissen, dass sie männlich sind? Das können nur Männer sein. Sorry, Leute. Sie macht das schon seit 5 Minuten, Leute. Rennt mit diesen Lappen durch die Wohnung. Ach du Scheiße. Du musst dich jetzt nicht beim Putzen aufnehmen, ne? Doch, nehmen Sie. Guck mal, sie hat alles. Also, meine Schwester ist noch Single. Sie kann sehr gut putzen. Sie sieht sehr gut aus. Sie ist intelligent. Also, da draußen, alle Männer zwischen 30 und 45, bitte meldet euch. Das ist noch ein... Guten Morgen, Mädels. Guten Morgen. Guten Morgen. Geht's euch gut? Ja. Habt ihr auch gut geschlafen? Ja. Und jetzt essen wir.
Ich zeig euch das mal. Ach so, ach, du willst die Kamera nehmen? Ja, dann ja, mach das mal. Julien hat jetzt übernommen. Ja, nee, Schatzi, so nimmst du dich selber gerade auf. Oh. So, guck mal, dann guckst du hier rein. Siehst du das? Ja. Und dann kannst du aufnehmen. Aber es ist noch nicht fertig, unser Tisch. Solltet ihr nicht mithelfen? Hier ist Elana. Hier ist meine Schwester. Hallo. Ui, Gesundheit, Schatzi. Und das ist Elana. Sie schläft, sie ist gerade in ihr Schlafsack. die sind gerade aufgestanden. Hallo, Schatzi, Mensch. Oh, sie redet schon mit uns. Was hat sie gesagt? Ja, weiß nicht. Guten Morgen, hat sie gesagt. Sie hat sich rausgebohrt. Rausgebohrt? Wenn sie weinen möchte, mache so auf ihren Bauch. Weil sie wollte gerade weinen, ich habe sie gemacht und dann, sie hatte gar nicht geweint. Ja, okay, danke, mein Schatz. Gestern habe ich nicht mehr drehen können, weil es war hier echt Rambazamba bei uns. Also wir hatten richtig viel Besuch da. Meine Nichten haben ja auch bei uns geschlafen. Schatz, du musst aufpassen, ne, wegen Elana. Nicht, dass du aus Versehen drauf fällst, dann ist sie platt wie eine Flunder. Und heute früh waren wir bei meiner Schwiegermama frühstücken. Und wir haben jetzt schon mittags, wir sind jetzt gerade nach Hause gekommen. Also, was heißt nach Hause, zu meinen Eltern. Und es ist richtig schwülwarm heute. Und ich habe das Gefühl, ich falle um, weil ich so extrem müde bin. Hallo, Julie. Ich möchte McDonald's-Eis. Leute, das ist ja von einer Kunde. Die Nachricht wird auch nicht gezeigt werden, ne? Also, seit einer halben Stunde wird diskutiert mit Papier und Stift, wo wir jetzt Eis essen gehen an einem Sonntag. Ich möchte McDonald's-Eis eigentlich. Sissi, wen interessiert eigentlich, was du? Oh, lecker. Wer hat das hier eigentlich mitgebracht, dein Bruder? Julie, die Leute wollen unbedingt, dass du deinen eigenen Kanal hast. Sollen wir einen eigenen Kanal öffnen? Ja, oh Gott, was ist das? Also ich hätte das ja echt nicht gedacht, aber die lieben dich. Kann ich nicht verstehen. Wie soll das denn heißen? Servus-Kanal. Servus-Kanal. Heimatländle. Das ist auch gerne. Warte mal, ich möchte dann gerne ein Spaghetti. Sagt man noch sowas? Hallöle und so? Was für Hallöle? Hallöle. Das ist so ein Flüchtlingsheim. Leute, es geht hier immer so zu, wenn wir alle zu Hause sind. Es ist richtig sehr, also es ist sehr laut und sehr lustig. So. Mieter, was willst du denn? Ich hätte gerne einmal. Also langsam wird das was mit unserem Eis. Ja, so ist das mit einer großen Familie. Die Küche kann mal ein bisschen verwahrlosen. Ja. Mach weiter. Du musst das jetzt hier ausräumen. Ja. Ich bin leider beschäftigt. Ich kann euch nicht helfen. Typisch, ja. Aber ich finde, ihr macht das wirklich ganz prima. Ja. Ich kann auch. Oh mein Gott. Wir haben es jetzt geschafft. Wir haben jetzt unser Eis bekommen. Seven stillt gerade die kleine süße Maus. Und ich zeige euch mal hier. Ganz viel Spaghetti-Eis. Und hier geht noch weiter. Yum, 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 yum. Die Kleine wird gerade von der Tante gestreichelt und die mag das richtig. Ja, wird gerade schön gekrault wie so ein Kätzchen. Ja, wir sind alle so ein bisschen durch. Es war echt viel los heute bei uns. Also heute war bei meiner Mama echt Full House. Meine Freundin ist gerade noch gekommen mit ihrem Sohn. Die wollten halt die Kleine auch noch gerne sehen. Mein Bruder, meine Schwägerin und meine Nichten sind jetzt gerade nach Hause gefahren. Und ja, wir kommen jetzt ein wenig zur Ruhe. Meine Schwester, die Arme, die ist komplett durch. Ja, die Arme, das ist das Leben einer Tante. Mit drei Nichten? Mit drei Nichten und vier Geschwistern und Schwager und Schwägerin und ja. Ihr Lieben, ah nee, wieso sage ich denn ihr Lieben? Ich bin so müde. Ich glaube, ich fall gleich um. Auf jeden Fall sind wir schon wieder in Köln. Wir hatten wieder wunderschöne Tage bei meinen Eltern und auch bei meinen Schwiegereltern. Also es war richtig lustig und die Kleine fühlt sich auch immer ganz wohl bei ihren Großeltern. Und ich gehe heute zu der lieben Soraya in die Praxis. Ich kriege nämlich eine Gesichtsbehandlung, die ich mal bitter nötig habe. Deswegen, ich sollte mich nicht schminken. Also ich habe jetzt nur ein bisschen Puder drauf, weil ich richtig heftige Augenringe habe. Boah, ich sehe irgendwie blass aus. Schatz, ich wollte doch ins Solarium. Mhm. Also eigentlich gehe ich nie ins Solarium. Ich meine, wieso auch? Aber irgendwie bin ich total blass geworden.
Deswegen gehe ich auch noch mal ins Solarium, damit ich ein bisschen frischer aussehe. Und dann ist meine Renovierung endlich durch. Also die Kleine, die hat natürlich wieder richtig süße Sachen abgestaubt. Also jedes Mal, wenn wir bei unseren Eltern sind, kriegt sie immer so tolle Sachen. Von den ganzen Leuten, von unseren Freunden. Schatz, das finde ich richtig süß. Mit so einer Leggings. Und dann noch das hier. Oh, das ist echt richtig süß. Und das hier auch. Das finde ich richtig schön. Mit einer Shorts. Und dann hat sie noch das hier bekommen. Ein Kissen. Und sowas finde ich immer sehr, sehr schön, weil das halt sehr persönlich ist. Und hinten steht auch ein Spruch drauf. Ich habe ein Geschenk für dich. Schatz. Die Kleine wird jetzt gerade vom Papi umgezogen. Er wollte mal jetzt zeigen, dass er auch mal was macht. Nein, Spaß. Nein, er hilft richtig viel. Keine. Aber ist ja auch normal, ne? Wir haben ja zusammen das Kind gezeugt. So, und ich habe bekommen, wenn dann ist es. So, das hat die kleine Maus auch noch bekommen von meinen Schwiegereltern aus Berlin. Und das finde ich richtig süß, weil das kann man hier nämlich anmachen. Sie hat jetzt auch so ein Pikachu-Tier. Es ist eigentlich nicht Pikachu, aber es sieht so aus. Wo ist es denn? Im Wohnzimmer. Wo ist ihr Pikachu? Guck mal, Schatzi, dein Pikachu. Pekka, Pekka. Guck mal, wie sie sich freut. Ganz toll machst du das, Schatz. Ja, geht so. Oi, oi, oi. Das mag aber jemand hier gar nicht, ne? Was denn? Angezogen werden, ne? Oi. Also jetzt so über Kopf gerade. So, ist die kleine Zuckermaus jetzt fertig angezogen? Ja, Schatzimen? Und jetzt fahren wir zu Tante Soraya, die verrückte Nudel. Ich habe gerade erzählt, dass wir zu Soraya in die Praxis kommen, aber es ist keine Praxis, sondern eine Klinik. Ein Beauty-Institut. Ein Beauty-Institut, genau. Und ich dachte mir, ich wollte ihr mal was Schönes tun, und zwar die Gesichtsbehandlung. Oh yeah. Ja, auf jeden Fall sieht es hier richtig hübsch aus alles. Ja. Ne, hier. Und ja, liebe Soraya, erzähl mal, was machst du denn heute Schönes? Ganz ehrlich, ich habe sie nur hierhin bestellt wegen der Kleinen. Ja, ich war mir schon klar. Ich wollte die Kleine wiedersehen, ich habe sie so vermisst. Aber dich habe ich auch vermisst. Ach, guck mal, die Kleine, die ist nämlich am Schlaf. Wie kann man so süß, also ein kleiner Engel. Ach so, kriege ich das hier? Ja, das bekommst du ja schön. Und zeig den Kuchen, zeig deinen Zuschauern draußen, wie scheiße ich hoffe. Ach Quatsch, das ist übrigens Soraya, die jetzt hier gerade im Fernsehen läuft. Schwer zu erkennen, ich weiß. Mal schauen, was Soraya so Schönes macht. Ich habe sowas noch nie gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich diese Gesichtsbehandlung bekomme. Und ich habe ihr schon gesagt, wenn irgendwas schief läuft, ist sie eine tote Frau. Mein Ausschnitt ist auch sehr dezent. So, wir fangen jetzt an. Und ja, also es tut mir leid, ich kann das hier nicht verdecken, aber es ist Milch halt. Ja, Milch. Milch. Wie so eine Kuh. Milka-Schokolade. Du machst das aber vorsichtig, Schatz, ne? Und lass mir bitte meine Augenbrauen dran. Schatz, mit deinen Augenbrauen habe ich nichts zu tun. Ich meine nur nicht, dass du die wegwischst. Wir öffnen jetzt die Poren. Das ist ein Riesenpickel, ne? Das ist ein Einhornpickel. Wie in Frankfurt, weißt du? Krass. Ja, weißt du noch? Soraya, ich glaube, wir sind hier falsch. Ja. Soraya und ich waren mal in Frankfurt ein Wochenende und dann sind wir aus Versehen im, Rotlichtmilieu gelandet. Ja, aber das hier ist jetzt nicht das Rotlichtmilieu, sondern das ist die LED-Therapie. Das ist für die Rötungen und für die Unreinheiten. Das müssen wir an jeder Stelle 15 Sekunden halten. Boah, das ist aber angenehm. So, wir sind jetzt fertig mit der Behandlung. Und ich bin ehrlich, irgendwie fühlt sich mein Gesicht leichter an. Ehrlich. Ja, es ist auch wirklich so. Du kannst deine Hände gleich desinfizieren, dann kannst du mal fühlen drüber. Ja. Normalerweise nicht. Also ich meine, okay, hier oben hatte ich einen riesen Pickel. Da habe ich 5 Kilo rausgeholt. Nein. Nee, aber irgendwie, das fühlt sich echt gerade so angenehm leicht an. Ja. Ich habe sogar eine Gesichtsmassage bekommen. Ja. Von der lieben Soraya. Ja. Ich weiß, ihr wollt bestimmt Videos mit uns beiden wiedersehen. Ja, ich weiß sehr. Also schreibt sehr gerne in die Kommentare, was für Videos wir abdrehen können. Oder vielleicht einfach, wenn du mal bei mir bist, zu unserem Alltag. So, wir sind jetzt auf jeden Fall zu Hause. Ich habe jetzt meine Chiller-Klamotten an.
ist echt das Beste, wenn man nach Hause kommt und sich einfach gemütlich anziehen kann. Ja, auf jeden Fall, die Gesichtsbehandlung war richtig gut. Also meine Haut ist auch richtig schön weich geworden. In 2 Wochen soll ich dann nochmal zur Behandlung gehen. Ansonsten, ihr Lieben, hoffe ich, dass mein Vlog euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.